kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Clashtor. So, und bevor ich jetzt zurück zu Umbrian gehe, möchte ich noch einmal versuchen, ob hier noch jemand mit mir redet. Zum Beispiel er hier. Hey, Till. Hey, du. Er hatte auch irgendwie das ganze Spiel über nichts zu erzählen. Hey. Einfach nur, um das mal zu checken. Ansonsten gehen wir dann zu Umbrian zurück und gucken mal, ob er da dieses Ding aufladen konnte. Hey, Till. Ich könnte vielleicht die beiden noch besuchen, die hier beim Abt standen. Die müssen ja jetzt immer noch in Brunos Hütte sein, vielleicht. Lucirus hat gesagt, ich soll ihn aus dem Weg gehen, aber... Naja. Ich bin ja gleich mal gucken, ob sie noch da sind. Ansonsten können wir auch zum Alchemisten gehen. Wir haben ja sein komisches Kraut hier gefunden. Da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt bald den Teleporter mal aktivieren können. Nicht, dass sich daran was ändert. Wobei ich Angst habe, dass eine neue Insel der Verdammten auf mich wartet. Hey. Okay. Wollte er nicht diese Pflanzen haben? Der hat auch nichts zu erzählen. Hat noch irgendjemand anderes was zu sagen? Nope. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Du vielleicht? Auch nicht. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Vielleicht Nomitius zum ersten Mal. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Auch nichts mehr zu erzählen. Gehe ich nochmal zu den Typen da oben. Also hier ist ja noch eine verschlossene Truhe, ne? Hey, du! Nichts zu erzählen, warte mal, hier sind noch Pflanzen, ne? Sind dann wohl respawned. Ja, oh, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ne? Ohne den WOP-Locator. Wüsste ich hier an so vielen Stellen gar nicht, was ich hätte machen sollen, ne? Hey, du! Ich hier? Die sind hier. Hey! Das Verschwinden von Bruno ist ein sehr mysteriöser Fall. Ja, wir haben die Kammer sehr sorgfältig durchsucht. Hast du irgendwelche Hinweise gefunden? Ja, Inquisitor, diese Spuren an den Wänden. Ich habe den, glaube ich, mit einem Feuergolem getötet, ne? Also auffälliger hätte man den fast gar nicht töten können. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Mal wieder. Auch nichts zu erzählen. Ja. Schlafen gehen noch mal eine Runde oder was? Das höre ich zum ersten Versuch wäre es wert, ne? Ich habe so einiges gehört. Hier ist ja nichts mehr. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört.
Hier ist noch eine Stärkepflanze. Ich bin mal wieder überfragt, was ich jetzt machen soll. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Komisch, dass ich ihm nicht diese Pflanzen bringen kann. Er wollte die doch, oder? Also das ist immer so komisch bei dieser Mod. Du denkst so, ah, jetzt geht's voran. Jetzt geht's weiter. Und dann nichts. Passiert gar nichts mehr. Wieder nächste Sackgasse. Davon lass ich lieber die Finger. Hat er von euch irgendwas zu erzählen? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich weiß langsam auch nicht mehr, was ich glauben soll. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Tja, nun? Die Probleme habe ein Tagebucheintrag? Sobald Umbreon seine Eigenschaften wiederhergestellt hat, werde ich versuchen, das Portal zu aktivieren. Ja, aber wann er das tut? Ich kann das nicht glauben. Weiß ich auch nicht. Von mir hat er das nicht. Nämlich höchstens hier unten noch umschauen. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Eigentlich waren wir doch überall jetzt. Hier ist noch irgendwas. Hier unter mir. Ah, da sind noch mehr von diesen Pflanzen. Vielleicht brauche ich einfach noch mehr. Vielleicht hat er auch gesagt, er braucht mehr. Also es gibt ja noch eine Höhle oder eine Tür, die da vorne ist. Ne? Kann ich vielleicht hier nochmal... Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Ja, 5 war das. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Weg mit der Magie! Hör auf mit dieser Magie-Scheiße! Kluges Kerlchen! Klu! Ja, weiß ich nicht. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße! Tja. Dann, weiß ich mal wieder nicht weiter. Ich gehe jetzt nochmal zum Alchemisten in der Hoffnung, dass er jetzt noch was sagt, jetzt wo ich mehr Pflanzen habe. Aber sonst bin ich jetzt schon wieder 8 Minuten rumgeirrt, ohne erkennbaren Erfolg. Das ist halt so, ne? Ich hab mir das schon gedacht. Ich hab so einiges gehört. Ich hab auch so einiges gehört. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Bitte, 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 bitte sag irgendwas. Hey, Till! Ich habe die von dir erwähnten Pflanzen gefunden. Ich will nicht sagen, dass mir das besondere Schwierigkeiten bereitet hat, aber ich rechne mit der versprochenen Kompensation. Ja, natürlich. Du wirst nicht enttäuscht sein. Es wird einige Zeit dauern, bis ich die Pflanzen verarbeitet habe. Also komm morgen Nachmittag. Also wenn das jetzt mit der Umbreon-Quest zusammenhängt, ne, dass das einfach so wieder Beschäftigungstherapie war und ich jetzt pennen gehen muss. Ich penne jetzt einfach 2 Tage. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Noch mehr. Weil muss auch einfach eine bestimmte Tageszeit vergehen, damit Umbreon das Ding da auflädt oder irgendwas Neues hat. Jetzt extra mal bis Mittag. Speichern wir den Bums und dann gucken wir mal, was der Alchemist uns hat.
Also das nicht. Ist das, was du für mich zubereitet hast, fertig? Es sind einige unvorhergesehene Umstände eingetreten. Die Essenz der Betonie wurde während des Destillationsprozesses sauer und ist leider für nichts mehr zu gebrauchen. Ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. Für mich gilt das umso mehr. Es scheint, dass meine Bemühungen vergeblich waren. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Alembic. Ich denke aber, dass du mich in irgendeiner Weise für meine Mühen entschädigen wirst. Ich werde dir, Herr, den Trank Aqua Spirit geben. Aqua Spirit? Das muss ein Scherz sein. Aqua Spirit. Herr Inquisitor, nur noch einen Moment. Nur das Gebot der Geduld zwingt mich, mit dir über deine alchemistischen Experimente zu sprechen. Denn darüber willst du wahrscheinlich wieder reden? Nun, das trifft es genau. Es gibt eine bestimmte Pflanze, die Mönchslöwenzahn genannt wird. Oh, der geht mir so auf den Sack, ne? Ja, ich höre weiter zu. Ich wusste, dass du zustimmen würdest. Ja, aber das ist wirklich das letzte Mal. Das hast du nicht gewusst. Erzähle mir mehr über diesen Löwenzahn. Diese Pflanze ist auf der Insel äußerst selten. Ich bezweifle, dass du mehr als eine finden wirst. Sie bildet höchstens 2 Samen und verbreitet sich daher sehr langsam. Sie hat keine Lieblingsplätze und kann vom aufmerksamen Beobachter an völlig unerwarteten Orten gefunden werden. Vielleicht in einer dunklen Höhle oder mitten auf einer belebten Straße? Wie kann sie in der Alchemie verwendet werden? Hast du vielleicht schon von einem Trank namens Donum Dominus gehört? Vielleicht. Ich kann 2 Portionen aus einer Pflanze herstellen. Es ist ein starker Trank mit äußerst positiven Auswirkungen auf den Körper. Er wird nach einer speziellen alchemistischen Methode hergestellt, die sicherstellt, dass eine Verschwendung des Rohstoffs praktisch unmöglich ist. Eine Portion für mich, eine weitere für dich. Auch hier stellt sich die Frage, warum suchst du sie nicht selbst? Hat keinen Bock. Dieser Trank beeinflusst auch die Stärke. Wenn jemand sehen würde, dass ich diese Pflanze gefunden habe... Das Risiko ist groß. Dadurch, dass du mir eine weitere Chance gegeben hast, hast du bewiesen, dass du das Risiko wert bist. Gelegentlich. Gut, so sieht es aus. Hoffen wir, dass es keine Probleme gibt. Ich hasse den Typen. Was hat er mir jetzt denn gegeben? Aqua Spirit, Alter. Keine Neuigkeiten, Umbrian. Oh Mann, ey. Ja, cool, dann darf ich jetzt nochmal die ganze Insel absuchen. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ja, wenn ich ein Mönchslöwenzahn wäre. Ah, hier ist noch eine Betonie. Wo wäre ich dann? Dahinter? Ist dahinter der Mönchslöwenzahn? Darf ich jetzt hier eigentlich rein? Immer noch nicht. Da ist auf jeden Fall eine Pflanze. Ist der Mönchslöwenzahn vielleicht dort unten? Oh ne, der alte Geier ist hier. Geh bloß weg. So, hier vielleicht. Ja, irgendwas muss ja noch hier unten sein. Ich weiß auch nicht, wie man da hinkommen soll. Keine Ahnung. Vor allem, ich frage mich, wofür ich diese... Selbst wenn er mir diesen Trank gibt, ne, wofür brauche ich diese permanenten Werte überhaupt? Gar nichts. Nichts und wieder nichts. Wo hast du das denn? Hier ist auch nichts. Sonst würde das angezeigt werden. Ist ja noch was zu erzählen hier? Das war doch klar.
Hey, Till. Hey, Till. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ja, kein Plan. Kein Plan. Also was es noch gibt, ist ja diese Tür da unten, wo wir gerade noch gestorben sind, ne? Und da gibt es noch die Truhe. Bei dem Typen da oben, die wir noch nicht aufgemacht haben, aber sonst fällt mir irgendwie auch ja nichts ein, wo wir noch hin könnten oder so. Und ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwie eigentlich diese Quest mit den Abtrünnigen hätte machen müssen und jetzt irgendwas verbuggt ist bei dem anderen. Ich weiß nämlich nicht, in welchem Zusammenhang diese Sachen stehen, ne? Das kann man ja nicht wissen. Vorhin, der letzte Eintrag ist hier. Es ist jetzt klar, dass die gesamte Octimon-Untersuchung eine reine Farce ist. Es gibt keine Abtrünnigen im Kloster. Ich habe mir das schon gedacht. Wie geht's da weiter? Nicht, das hast du nicht gewusst. Ihn konnte ich ja nie darauf ansprechen, ne? Genau, hier ist der scheiß Mönchslöwenzahn, weißt du? Ich kann das nicht glauben. Ich kann das auch nicht glauben. Ich hab mir das schon gedacht. Und jetzt sagt er jetzt wieder, ja, komm, morgen, übermorgen. Hey, Till. Ich habe einen Mönchslöwenzahn. Es ist tatsächlich eine sehr seltene Pflanze. Wie lange werde ich jetzt warten müssen? 3 Tage? Eine Woche? Ich wusste, dass du sie finden würdest. Und was das Warten angeht, dafür gibt es keinen Grund, Inquisitor. Ich habe bereits eine geeignete Lösung vorbereitet und muss jetzt nur noch eine kurze Einweichung vornehmen. Hier ist der fertige Trank Donum Dominus. Wie ich sehe, ist dir das dieses Mal wirklich gelungen. Ich hoffe, du bekommst keine Verdauungsprobleme. Ich habe noch etwas für dich, Inquisitor. Nun, die Betonie, die du mir das letzte Mal gebracht hast, brauchte etwas länger, als ich dachte. Wahrscheinlich war das Rezept ungenau. Oder die Bedingungen für den Prozess waren ungünstig. Wie auch immer, ich habe es geschafft, Extract Immunae zu produzieren. Und ich bin stolz darauf, es an dich weiterzugeben. Ich bin sehr beeindruckt und danke dir. Ich glaube, ich habe dich anfangs falsch eingeschätzt, Bruder Vitalius. Wahnsinn. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Und Stärkebonus. Junge, was ist das für ein... Alter, wir haben ja noch... Diese Tränke hier. Ich weiß auch immer noch nicht... ob ich das hier noch trinken darf. Elixier Wies. Ja, er redet immer noch nicht mit mir. Cool. Und jetzt? Was meinen jetzt? Jetzt stehe ich immer noch vor dem gleichen Problem. Zwar tolle Werte jetzt, aber davon lasse ich lieber die Finger. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben. Hey. Das hat echt nicht, was ich machen soll, ne? Habe ich irgendjemand vergessen? Hat er da oben noch was zu erzählen? Hey, du! Nee. Ich würde gerne deine Waren sehen. Ja, natürlich. Bratenes Fleisch. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, nun?
Ich finde das halt immer so geil, wenn man... Also ich habe das Gefühl, eigentlich müsste ich jetzt eine andere Quest machen, damit es da mit Umbrian weitergeht, aber... Das hat er doch vorher gewusst. Nee, das habe ich nicht vorher gewusst. Woher denn? Von mir hat er das nicht. Ja. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Oder habe ich irgendeinen Zettel, den ich... Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das mit Klotünen zu Ende gemacht wurde. So aufregt. Das war doch klar. Er war doch hier der Übeltäter. Es ist nie was passiert mit ihm. Domitius hat nie was zu ihm gesagt. Wo hast du das denn schon wieder her? Das höre ich zum ersten Mal. Von mir hat er das nicht. Ja, ich glaube, das wird so ein Moment sein, wo ich jetzt mal wirklich in die Komplettlösung gucken muss, wenn es dann eine gibt, weil... Man darf halt ey, kein Plan, Mann. Man hört. Von mir hat er das nicht. Kein Plan. Womit denn? Ein Schalter. Vielleicht kann ich ihm das Gerät auch einfach aus der Tasche wieder ziehen und das dann aktivieren. Vielleicht muss auch einfach noch eine gewisse Zeit vergehen. Aber oft war es ja so, dass die Quests untereinander irgendwie doch verknüpft waren. Man weiß so oft einfach nicht, was man tun soll hier in dieser Mod. Es ist einfach immer dieses wieder und wieder und wieder hin und her, NPC anlabern, gucken, ob er was zu sagen hat. Es hat auch keinen logischen Zusammenhang. Ganz oft. Es ist einfach nur so, Rätsel raten immer hin und her. Und ich muss euch sagen, dieses Gameplay geht mir mittlerweile ziemlich auf den Keks. Weil es immer wieder das Gleiche ist. Und ey, manche Ideen, richtig cool. Viele Story-Abschnitte, Ideen, grundlegende Dinge an der Mod sind mega geil. Aber dieses ständige Hin und Her, dann dieser komische Part auf dieser Insel der Verdammten. Also, und natürlich halt die Dialoge, die durch die Übersetzung merkwürdig sind. Also, ich bin froh, wenn die Mod durch ist, sage ich euch ehrlich, ne? Und es gibt ein Teil 2 und ich kann jetzt schon mal sagen, ich werde ihn nicht danach als LP spielen. Ich werde ihn, wenn, dann irgendwann im Stream spielen. Da können wir zusammen rätseln und uns über alles lustig machen, aber ey, im LP, ich habe keinen Bock da drauf, ne? Das ist mir irgendwann zu verworren, zu absurd. Und es freut mich, wenn einige hier Spaß haben, aber ich sehe auch tendenziell, dass die Mod einfach auch generell bei vielen einfach gar nicht ankommt. Kann ich auch verstehen. Ich merke ja jetzt auch gerade selber, es ist nicht das, was ich mir unter einer spannenden Mod so vorstelle auf Dauer, weil das Gameplay, das reizt mich halt irgendwann überhaupt nicht mehr. Wenn die Mod kürzer wäre, so 5 Stunden, 6 Stunden, hey, dann hätte ich über alles hinweg gesehen. Aber mittlerweile sind wir bei so vielen Parts und ich habe, also ich habe echt die Schnauze voll von dieser Art Gameplay. Und das werden jetzt einige auch wieder nicht verstehen, das ist mir auch wurscht, ne? Ist halt meine Meinung dazu. Guck mal, er hat noch was zu sagen. Waffen sind auf der Insel verboten. Das ist richtig, mein Herr. Ich weiß, dass Bruno einen Schürhaken hat. Aber Inquisitor, solche Kratzer können nur mit einem langen und scharfen Werkzeug gemacht werden. Noch mehr. Vielleicht eine Hake. Das sind mit Sicherheit Schwertspuren. Und das bedeutet... Dieser Bruno hat gegen die Klosterregeln verstoßen. Ja, er hat sie gebrochen. Aber sicherlich hat ihm jemand dabei geholfen. Ich weiß nicht, ich... Du wissen musst. Der Akolyt Viator zeigt weiterhin ein ungesundes Interesse an Waffen. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wie das Schwert in Brunos Hände gelangt ist. Schmerzhafte, aber wirksame Methoden. Okay, lass uns offen reden. Bruno hat das Schwert eigentlich von Viator bekommen. Aber ich war derjenige, der den ehemaligen Schmied darum gebeten hat. Was du sagst, ist sehr interessant. Bruno behauptete, er fühle sich durch die Abtrünnigen, die er im Kloster entdeckte, bedroht. Abtrünnigen? Hat er ihren Namen genannt? Nein. Er hat mir nur gesagt, dass er beabsichtigt, die zuständigen Leute im Kloster sofort über seine Entdeckung zu informieren. Das wollte er mir auch nicht sagen. Deshalb musste ich ihn töten. Hä? Hey, du. Jetzt hat er es einfach zugegeben? Deine Besonnenheit ist überraschend. Verglichen mit deinem jungen Alter, Inquisitor. Jemand anderes, weniger flexibel, hätte vielleicht ganz anders gehandelt. Das hätte nicht nur einigen angesehenen und vertrauenswürdigen Mitgliedern des Ordens Ärger eingebracht,
aber auf lange Sicht auch auf dich, Balthasar. Ich denke, ich kann dich von nun an bei deinem Vornamen anreden, mein Freund. Ich weiß von Octimons Ermittlungen. Oh, darüber musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Dieser einfältige und nicht sehr helle Mann ist ideal dafür geeignet, dafür zu sorgen, dass die sogenannten Abtrünnigen niemals aufgespürt werden. Andererseits muss die Gemeinde den Eindruck haben, dass diese Angelegenheit den Rat die ganze Zeit über beschäftigt. So wie ich es verstanden habe, hat Octimon nicht von dem Trank getrunken, den ich ihm geschickt habe. Das tat er nicht. Ich habe es getan. Ein weiterer Beweis dafür, dass du ein sehr umsichtiger junger Mann bist, Balthasar. Was weißt du eigentlich über die Abtrünnigen im Kloster? Ich bin überzeugt, dass sie nicht hier sind. Es gibt hier nur Brüder, die die Auswirkungen des Verständnisses von Gut und Böse in einem größeren Rahmen verstehen. Ja, als sich gegenseitig ergänzende Gegensätze. Viele erleuchtete Menschen im Umfeld seiner Eminenz teilen diese Ansicht. Ich hoffe, diese Tatsache ist dir bekannt. Jetzt schon. Sehr gut. Leider lehnen viele Brüder durch ihre Orthodoxie ab, was die ganze Wahrheit ist. Indem sie sich an alte Dogmen klammern, die aus einer falschen Auslegung der Heiligen Schrift resultieren, lenken sie unsere Gemeinschaft auf einen Weg, der ins Nichts führt. Du hast einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber der Nebel verdeckt noch lange den Horizont, solange die fünf Finger, aus denen die Faust besteht, niemanden aus ihrem eisernen Griff entlassen. Cirrus hat es geschafft, hier rauszukommen. Das heißt, die Steine, die ich und Severian dir zur Verfügung gestellt haben, haben sich als nützlich erwiesen. Sehr gut. Du wusstest, dass ich... Wir konnten sie dir ja nicht einfach geben, ohne zu wissen, auf wessen Seite du stehst. Manche Dinge wären immer noch schwierig, wenn es nicht diese zufällige Sache mit Bruno gäbe. Antizipiere deine Frage. Ja, ich und Severian sind zwei der fünf Finger, Balthasar. Die anderen sind Nepomucen, Septimius und Clothün. Wie bitte? Bei Clothün ist es sehr wahrscheinlich. Bei Nepomucen habe ich meine Zweifel. Und ich bin mir absolut sicher, dass Septimius nicht zu den Fingern gehört. Warte einen Moment. Willst du damit sagen, dass du nicht weißt, wer zu den fünf Fingern gehört? Die fünf Finger sind noch nie zusammengetroffen. Jeder erhielt und erhält Anweisungen im Namen der Faust. Und die Entscheidungen werden in geheimer Abstimmung getroffen. Septimius ist jemand, den man als mönchischen Abtrünnigen bezeichnen könnte. Ich nahm einen der Steine von ihm. Also hat ihm jemand geschickt diesen Stein zugesteckt. Jemand, von dem wir nichts wissen und den wir nicht verdächtigen. Jemand, der sehr gefährlich ist und unsere Pläne durchschaut hat. Oder der seine Spuren sehr geschickt verwischt. Septimius hat mich einer harten Prüfung unterzogen. Da du am Leben bist und redest, hast du den Schlüssel. Bewache ihn. Es ist möglich, dass es sich um mehr als nur ein Stück Metall handelt. Vielleicht ist es der Schlüssel zum Geheimnis des Todes von Abt Neberon. Was meinst du damit? Nichts ohne die Beweise, die du erhalten wirst. Cirrus hat es geschafft, die Insel zu verlassen. Und wir haben die Möglichkeit, das auch zu tun. Aber vielleicht liegt es jetzt an dir. Septimius wird dich in die Details einer Mission einführen, die nur ein Inquisitor erfüllen kann. Ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich bin so froh, dass es weitergeht, ne? Weil ich dachte jetzt schon echt, es wäre irgendwas verbuggt. Puh, naja, in der nächsten Folge geht es dann weiter und ja, die harten Worte von eben, ne, nicht falsch verstehen. Ich weiß auf jeden Fall die Arbeit von Modern zu schätzen. Ne, das wisst ihr, aber ich denke auch meine harten Worte bezüglich des Gameplays kann man nachvollziehen, weil es ist schon sehr eintönig und man muss immer genau den richtigen Weg gehen, sonst geht es halt nicht weiter. Und das ist auf Dauer echt anstrengend. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Die Folge ist jetzt vorbei, doch morgen geht es weiter sein.